Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss etwas leise sein, weil mein Mann drüben schon schläft. Ja, es ist nämlich 20 nach 0 Uhr. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe bloß noch zwei Videos, aber dann muss ich das Video für morgen noch bearbeiten. Deswegen muss ich mich beeilen, weil ich morgen auch wieder arbeite. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Einen neuen Haul mal wieder. Ich war wieder einkaufen und ich war dieses Mal sehr sparsam einkaufen tatsächlich. Ich sage euch, was ich gespart habe, wie viel und weswegen, wieso, weshalb, warum. Ich habe nämlich einiges gespart und das wollte ich euch jetzt zeigen. Ich war bei Müller, ich war bei DM. Ja, bei Müller und bei DM, das glaube ich war es soweit. Und es ist auf jeden Fall ein bisschen was geworden. Ein bisschen viel was geworden. Ja, aber ich musste meinen Papa in die Stadt fahren zum Doktor und das hat 2 Stunden gedauert. Und was macht man 2 Stunden? Dann geht man natürlich einkaufen in der Stadt, wenn man so nicht zum Einkaufen kommt. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich nehme jetzt einfach einen Kassenzettel raus und da gehen wir dann durch, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich einmal Müller. Ich habe bei Müller gekauft diese Sachen hier. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich habe bei Müller gekauft einige Sachen von Cardia Vera. Da komme ich tatsächlich leider sehr selten hin. Also beziehungsweise ich fahre sehr selten hin. Ist eigentlich auch nicht weiter weg als Müller und als DM und Rossmann. Aber ich muss sagen, ich gehe am liebsten zu DM, als zweitliebsten zu Rossmann und als drittliebsten zum Müller. Ich mag das Gefühl da drin einfach nicht so. Da ist irgendwie DM ein bisschen moderner, finde ich. Auf jeden Fall habe ich einmal gekauft. Muss ich mit dem richtigen anfangen. Weil ich so viel gesehen habe bei Franzis Pflegekiste, dass es da jetzt die Ampullen gibt und ich wollte die unbedingt testen, habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt mal. Denn ich hatte einen Gutschein. Aber was für ein Gutschein, das sage ich euch gleich. Und zwar habe ich hier einmal von Cardia Vera Glow Ampulle Elfenblumenextrakt und Hyaluronsäure, strahlen schöne Haut, alle Hauttypen und das sieht so richtig schön perlenfarben aus. Also ich kann mir echt vorstellen, dass man dann einen super schönen Glow davon hat. Die feuchtigkeitsspendende Fluid der Cardia Vera Glow Ampulle mit Hyaluronsäure, wertvollen Elfenblumenextrakt und lichtreflektierende Pigmenten schenkt der Haut ein frisches Erscheinungsbild und einen gesunden Glow. Da bin ich mega gespannt drauf, wie gesagt, also ich fotografiere es euch, das sieht wahnsinnig schön aus. Wahnsinnig schön perlmuttfarben und es war, glaube ich, sogar runtergesetzt auf 30 Cent und das musste einfach mit. Für 30 Cent, also kann man für eine Ampulle nichts sagen. Als nächstes auch wieder von Cardia Vera eine Ampulle und zwar, ich sehe gerade, ich glaube, die haben eine Ampulle vergessen, tatsächlich. Ich sehe sie auf jeden Fall gerade nicht. Dann wurde mir anscheinend eine Ampulle geschenkt. Und zwar von Cardia Vera Limited Edition ohne Mikroplastik Enjoy Your Day. Wake Up Koffein Ampulle mit Hyaluronsäure, Koffein und Jasminblütenextrakt. Belebend und vitalisierend. Alles was mit Kaffee ist, liebe ich sowieso. Und enthält vitalisierendes Fluid für den perfekten Start in den Tag. Die Formulierung mit Koffein, Jasminblütenextrakt und Hyaluronsäure erfrischt die Haut und verwöhnt sie mit wohltuender Feuchtigkeit. Und die hat gekostet 65 Cent. Das fand ich jetzt auch echt in Ordnung und deswegen musste das einmal mit, natürlich. Und dann habe ich mir aber noch, das ist die, wo ich bei Franzis Pflegekiste gesehen habe und unbedingt auch testen wollte. Jetzt habe ich mir sie geholt, wenn ich schon bei Müller bin. Und zwar die Cardia Vera Ölmilch Serum Hyaluronsäure Vitamin C und Biodynes Extrakt regenerieren für alle Hauttypen. Straffendes und verjüngtes Hautbild über Nacht. Also da bin ich echt gespannt. Ich glaube, Chiquitas Blaze hat sie jetzt auch gekauft und die hat auch einen Effekt gemerkt. Also Franzis Pflegekiste war davon überzeugt und auch die liebe Nicole. Deswegen habe ich da auch schon sehr, sehr starkes Vertrauen in. Die CV Perfekt Lift Öl Milch Serum Ampulle ist eine intensiv regenerierende Nachtpflege. Serum auf Basis wertvoller Öle zur Straffung und Verjüngung des Hautbildes im Schlaf. Die innovative Ölmilchformel zieht rasch ein, wirkt glättend und intensiv feuchtigkeitsspendend. Der revitalisierende Biodynes Extrakt steigert die Zellaktivität und belebt das Hautbild. Konzentrierte Hyaluronsäure füllt die Fältchen von innen auf und wirkt aufpolsternd. Die Vitamin C und E schützen die Hautzellen und wirken aktiv der Hautalterung entgegen. Also da bin ich mega gespannt drauf, aber die hören sich alle echt gut an. Also ich bin eigentlich auf alle gespannt. Und ich gucke jetzt, aber ich glaube, dass die tatsächlich die nicht abgezogen haben. Ach nein, hier steht es. Perfect Lift Ampulle, weil bei dem anderen steht zuerst Ampulle da, aber hier steht Perfect Lift Ampulle. Und zwar kostet die 95 Cent. Ist jetzt die teuerste, aber wenn die dafür den besten Effekt hat, kann man das schon mal tolerieren. Und 95, ja okay, 95 Cent. Für eine Maske zahle ich auch schon 1 Euro. Und es ist auch bloß eine Anwendung, deswegen finde ich, kann man das auch für eine Ampulle zahlen. Und das bleibt ja immerhin auf dem Gesicht drauf. Und dann gab es neue
Augenpads, die habe ich bei der lieben Rosalie gesehen. Da hat die mich angefixt. Die hat sie leider nicht so gut vertragen, ein paar, aber ich habe mir gedacht, ich probiere sie jetzt trotzdem. Ich habe ja eigentlich keine empfindliche Haut. Und zwar einmal von Cadavera Vitamin C Energy Hydrogel Augenpads mit Vitamin C, Panthenol und Hyaluronsäure für frische Ausstrahlung und alle Hauttypen. Das ist eben mit Vitamin C eine Energiehydrogelmaske und die kosten 50 Cent, da kosten alle 75 Cent, genau. Alle von Cadavera. Ja, Vitamin C, das ist jetzt gerade so ein bisschen im Trend und da habe ich mir gedacht, probiere ich die einfach mal. Orange sieht auch bestimmt toll aus. Wollte ich einfach testen. Genauso wie von Cadavera die Stay Hydrated Hydrogel Augenpads mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Feuchtigkeitsspenden, strahlende Augenpartie, alle Hauttypen. Das waren, glaube ich, sogar die letzten, wenn ich mich nicht alles täusche. Das war schon relativ gut ausgeräumt. Ja, und da haben wir einmal Orange und einmal Blau. Musste einfach sein. Und dann die letzten musste ich auch noch mitnehmen. Und zwar von Cadavera Gold Beauty Hydrogel Augenpads, Kollagen und Hyaluronsäure. Feuchtigkeitsspenden, mildert Fältchen. Ja, es gab nur die drei und die drei musste ich dann einfach mitnehmen. Ich meine, da hat jetzt eigentlich wie viel gekostet? Habe ich gerade gesagt, 75 Cent. Also bitte für 75 Cent Augenpads ist eh nicht viel. Wir mussten einfach mit. Genau, das waren die Masken von Cadavera. Und wenn man für... Ach, das war noch nicht alles von Cadavera. Ich habe noch was von Cadavera. Und zwar musste ich bei Cadavera auf 5 Euro kommen und habe mir noch ein Peeling gekauft. Und zwar das Cadavera Hydro Hautverfeinernde Peeling Gel, Thermalwasser und Hyaluronsäure, feinporiges Hautbild. Hoffe ich, dass das die Poren einfach ein bisschen mildert. Und da hat es tatsächlich eine normale Version gegeben und mit 33% gratis. Und was habe ich natürlich genommen? Ich wäre so dumm, wenn ich die kleinere Version nehmen würde. Also da hat man ja auch wieder gespart. Genau, und das hat gekostet, das war auch relativ billig, tatsächlich 95 Cent. Und ich habe noch ein billiges gebraucht, weil mir ging noch 85 oder 65 Cent weg ab und ich wollte nicht nochmal Ampullen nehmen, sondern auch was anderes ausprobieren und das hat mich sehr interessiert, deswegen kam das einmal mit. Und dann, wenn man für 5 Euro eingekauft hat, hat man das Glow Serum umsonst bekommen. Und zwar das Pink Glow Serum und Primer, Hyaluronsäure, Vitamin C und Acai-Beeren-Extrakt mit Seitenschimmer. Ja, und ich liebe sowas mit Seitenschimmer. Also es wird dann auf jeden Fall in meinen Schminktisch wandern, weil ich ja immer unter meiner Foundation noch so eine Glow-Creme verwende. Also gerade die von Fix & Rouge. Und da stelle ich mir das halt auch. Das sieht so toll aus. Seht euch das an, diese pinke Schimmer. Oh, das ist einfach voll meins. Ja, viele mögen zwar den Schimmer nicht, beziehungsweise Glitzer, aber bei mir kann es nie genug sein. Also solange jetzt nicht das ganze Gesicht glänzt. Aber das musste einfach mit. Und ja, ich habe extra für 5 Euro eingekauft, damit ich das Serum bekomme. Aber ich wollte sowieso die Masken und auch die Ampullen testen, deswegen das Einzige, was ich nicht testen wollte, war das Peeling. Aber das, da habe ich jetzt einfach noch was gebraucht und das kam jetzt mit. Genau, und zwar hätte das gekostet 3,99 €. Das heißt, ich habe für 5 Euro eingekauft und habe 3,99 € geschenkt bekommen. Warum habe ich das gespart? Einmal, weil ich durch die Müller-App, da gab es einen Coupon, dass man eben das gratis bekommt und den habe ich aktiviert. Mega cool, habe ich von der Franzi erfahren, dass die Müller, dass es eben eine neue Müller-App gab und da kann man echt einige sparen. Ladet ihr euch runter, ihr kommt beim Anmelden sogar 500 Müllerblüten geschenkt. Beim jedem Einkauf bekommt man ab 10 Cent, glaube ich, eine Müllerblüte, kann das sein? Ja. Ich glaube schon. Eine Müllerblüte und es ist dann 10 Cent wieder, glaube ich. Nein, 1 Cent, genau. Eine Müllerblüte ist dann 1 Cent und man bekommt, wenn man sich anmeldet, 500 Müllerblüten gutgeschrieben. Das sind 5 Euro insgesamt. Also das ist schon einiges. Ja, und da habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut. Gab es umsonst dazu. Ich habe nichts dafür gezahlt. War gratis, 3,99 € gespart. Ich war so froh und das musste natürlich mit, vor allem weil es echt toll aussieht. Genau, das war aber nicht alles, was ich hier gekauft habe. Ich habe noch drei Sachen habe ich gekauft. Und zwar habe ich noch einmal gekauft für meine Mama was. Und zwar, sie liebt sie über alles. Sie liebt diese Duschgel über alles und die waren runtergesetzt. Habe ich mir gedacht, die nehme ich jetzt mit. Eigentlich wollte ich sie ihr zum Geburtstag schenken, weil sie eigentlich zum Geburtstag das Pokémon-Spiel bekommen hat, das ich eben gewonnen habe. Habe ich gesagt, das bekommt sie, weil ich ja schon Pokémon habe und da hat sie sich auch mega gefreut und dann wollte ich bloß was Kleines kaufen. Wir haben uns aber jetzt für was anderes entschieden und zwar von Kneipp die Aroma Pflegedusche Lebensfreude Lizia Kubeba Zitrone, was auch immer. Hebt die Stimmungslage nachweislich.
Also bei meiner Mama auf jeden Fall, die liebt die. Also die suchtet diese, da könnte sie nur die kaufen, aber die ist natürlich sehr teuer und deswegen tut sie es nicht. Und die war tatsächlich runtergesetzt und deswegen musste die einfach mit. Und zwar haben die gekostet 1,96 Flasche und für beide habe ich natürlich dann 3,92 gezahlt und die mussten einfach mit, da wird sie sich auf jeden Fall freuen. Ja, und dann war es aber immer noch nicht alles, sondern ich habe auch noch Lenore Unstoppables gekauft. Ja, und eigentlich würde ich das Geld für die nie ausgeben. Ich kaufe immer die von Action, obwohl die auch schon eigentlich sehr, sehr teuer sind. Aber mit der App gab es, wenn man eins gekauft habe, eins umsonst dazu. Und dann konnte ich nicht widerstehen, weil eins tatsächlich 4,95 kostet. Das heißt, ich habe für zwei jetzt insgesamt 5 Euro gezahlt, was ich mega geil finde, weil ich eins umsonst bekommen habe. Und da habe ich einmal genommen Lenore Unstoppables Wäsche Parfüm Fresh, empfohlen von Ariel sind die sogar, und einmal das in der Version Dream. Ich habe nicht dran gerochen, keine Ahnung wie die riechen, bin aber auf jeden Fall gespannt drauf, wie die sind. Wie gesagt, die Unstoppables habe ich an sich noch nicht getestet. Nur das billige Wäscheparfüm von Action, das aber auch wahnsinnig gut ist. Also wenn ihr ein billiges Wäscheparfüm sucht, das von Action, das blaue, das finde ich mega. Ja, aber wenn es das Angebot schon gibt und ich 5 Euro sparen kann, dann muss ich das natürlich machen. Genau, also 1,495 und 1 war geschenkt. Musste sein, musste einfach sein. Und ich habe jetzt insgesamt gezahlt, ich hätte gezahlt, wenn ich alles so gekauft hätte, wie ich es jetzt euch gezeigt habe, hätte ich gezahlt 25 Euro. Ich hätte 25 Euro gezahlt. Habe ich aber einen Rabatt bekommen, 3,99 für dieses Glow Serum, 4,95 für diese Lenore Unstoppables. Und dann habe ich noch meine Müllerblüten abziehen lassen, das waren 5,34, also ich habe schon 34 Müllerblüten gesammelt und 5 Euro hatte ich ja gut geschritten bekommen am Anfang und dann habe ich statt 25 Euro 11 Euro gezahlt. Also ich weiß, dass es genau 25 Euro waren, ich habe es mir merken können, weil das so eine tolle Zahl war und statt 25 Euro 11 Euro. Das sind halt mal 14 Euro Unterschied und das ist schon heftig. Das ist echt heftig. Ja, also ich finde es mega. Ich schaue jetzt immer wieder in die Apps rein, ob es irgendwas umsonst gibt. Das gibt es sowohl bei der Rossmann als auch bei der DM als auch bei der Müller App. Also schaut da immer wieder rein. Das ist mega. Ja, und was ich bei DM bekommen habe, natürlich habe ich da auch einige Coupons eingelöst. Das sage ich euch jetzt. Muss ich erst meinen Kassenzettel raussuchen. War das der Kassenzettel? Nein, da habe ich noch was extra gekauft. Ach ja, das habe ich am Handy. Und zwar muss ich mir die E-Mail schnell her suchen. Und zwar habe ich einmal gekauft ein Nivea Sun Produkt. Und zwar die Nivea Sun Gesichtssonnencreme, spendet Feuchtigkeit, sofortiger Schutz 30, also Stärkegrad 30, kann man das so sagen? Sonnenschutz 30. Die habe ich gekauft, weil man, wenn man ein Nivea Produkt im Wert von mindestens 5 Euro gekauft hat, hat man umsonst bekommen. Ich bin ein Sparfuchs. Eine Nivea-Dusche musste natürlich sein. Ich musste meine Lieblings-Nivea-Dusche nehmen und zwar die Nivea-Pflegedusche Water Lily and Oil. Wasserlilienduft und Pflegeölperlen. Ich liebe sie. Die riecht so gut. Oh, ja, die musste einfach mit. Und deswegen habe ich mir eine Sonnencreme gekauft, weil die Sonnencreme kann ich auf jeden Fall immer brauchen. Jetzt wird dann eh Sommer und fürs Gesicht schadet das auf jeden Fall nicht. Und dann noch ein Duschgel umsonst dazu bekommen, fand ich natürlich mega. Und zwar hätte das gekostet, 1,65 hätte das gekostet. Also da habe ich schon mal wieder 1,65 gespart. Und dann habe ich aber auch noch einen 20% Coupon von Nivea aktiviert. Das heißt, da habe ich auch minus 1,40 Euro gezahlt. Also habe ich statt 6,95 hätte die gekostet für die Creme nur noch 5,55 gezahlt. Genau, 5,55. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Einmal 1,55 gespart und einmal 1,65 gespart, oder? 1,65 waren es. Ja, einmal das. Das war es aber nicht. Ich muss das jetzt hier hinstellen, weil ich habe hier tatsächlich keinen Platz mehr. Und dann gab es tatsächlich was, das ich unbedingt haben wollte. Leider gab es bloß die Version, die Engelsflügel und die Blitze gab es nicht mehr. Aber wenigstens diese hier. Ich wollte eigentlich alle haben, aber wenigstens habe ich dann diese noch bekommen. Und zwar von Yuti die iPad Mask. Entdecke jetzt die Abo-Maske von Yuti im neuen Look. Eine Liebeserklärung an eure Haut. Keine anderes Symbol steht so sehr für Liebe wie das Herz. Valentinstag, Geburtstag oder einfach ein kleiner Liebesbeweis. Zwei Herzen und ein wirkungsvolles Serum, das die Augenpartie perfekt mit Feuchtigkeit durchflutet. Das Beauty Must Have gegen müde Augen. Ja, als ich die gesehen habe, mussten die natürlich sofort in meinen Einkaufswagen. Also da habe ich nicht mehr lange überlegt, die waren dann einfach rein und die, glaube ich, haben 95 Cent gekostet. Dann habe ich noch gekauft, ich zeige euch jetzt nur schnell die Sachen, die
nicht billiger waren. Das habe ich sogar an dem anderen Tag gekauft. Das war jetzt bei dem Einkauf nicht dabei, deswegen kann ich euch leider nicht sagen, wie viel die kosten. Und zwar habe ich mir von Ebelin einmal die 80 Make-up-Stäbchen, Korrekturstäbchen gekauft aus reiner Baumwolle. Die wollte ich einfach probieren, wie die sind, weil ich tatsächlich keine hatte und ich wollte mir die schon so lange holen. Und letztes Mal waren wir dann zufälligerweise bei Müller und dann habe ich mir die einfach mitgenommen. Musste sein. Die wollte ich schon so lange. Und dann auch nochmal 95 Cent. Die wollte ich auch unbedingt haben. Jetzt habe ich sie mir endlich geholt. Die Balea Tuchmaske Milky Kokos. Intensive Feuchtigkeit und reichhaltige Pflege mit Kokosmilch und Hyaluron. Für jeden Hauttyp. Musste sein. Musste einfach sein. Beziehungsweise, ach ja, genau, mir geht noch was ab. Die M-Bio-Nudeln, Vollkornnudeln, und zwar die Linguine, die liebe ich, die sind so gut. Vollkornnudeln essen wir wegen Weight Watchers, die haben 0 Punkte und da können wir so viel essen, wie wir wollen. Deswegen kaufen wir immer diese. Und ich finde aber die Linguine besser als die Spaghetti. Und die haben pro Packung 95 Cent gekostet. 5 Packungen habe ich mir geholt, war 4,75. Also 95 Cent für eine Packung Vollkornnudeln finde ich nicht teuer. Da kann man eindeutig mehr zahlen. Vor allem bei Edeka kostet die, glaube ich, alle mehr. Ja, da habe ich 5 Stück genommen, denn ab 10 Euro Einkaufswert, ich musste auf 10 Euro Einkaufswert kommen, hat man etwas umsonst bekommen. Und zwar hat man umsonst bekommen einen Bartreiniger von Love Nature. Und den wollte ich auch unbedingt testen. Erstens kaufen bis 30.06. Bohr hochladen bis 7.07. Geld zurück. Ja, ich habe sowieso umsonst bekommen, deswegen ist es egal. Und zwar der Bartreiniger, pflanzlich basiert und hypoallergener, Duft nach Moonflower, stark gegen Kalk und Schmutz. Fand ich einfach cool und würde es so gerne testen. Und da war ich natürlich froh, dass man das umsonst bekommen hat. Also ich weiß nicht, wenn das Video online kommt, wird es wahrscheinlich nicht mehr diese Coupons geben, leider. Aber schaut da rein. Ich habe jetzt auch schon 2-mal Desinfektionsmittel gratis dazu bekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und das hätte gekostet 1,75 Euro. Genau, 1,75 Euro hätte das gekostet. Bin ich froh, dass ich das auch noch mitgenommen habe. Und ich habe jetzt insgesamt gezahlt, damit ich auch euch nochmal hier zeigen kann, was ich gespart habe. Ich hätte gezahlt 15,10 Euro für alles, also für das Nivea Sun, für das Nivea Duschgel, für den Bartreiniger sowie für die 5 Packungen Nudeln. 15,10 Euro. Dann habe ich einmal gespart mit 10% Coupon, 10% Rabattcoupon 1,46. Dann habe ich noch gespart mit einem 10% Rabattcoupon von Ernährung, also da gab es auf Ernährung 10%. Wurde bei den Nudeln logischerweise abgezogen, das waren 50 Cent. Dann wurde abgezogen einmal dieses Love Nature gratis 1,75. Dann wurde von dem Nivea Sun noch 1,40 Euro abgezogen und dann wurde natürlich noch das Duschgel gratis abgezogen, waren 1,65 und insgesamt habe ich statt 15,10 Euro dann 8,34 Euro gezahlt. Und es ist halt auch mal fast wieder um die Hälfte weniger. Also ich habe mir einiges gespart. Ich habe es auf jeden Fall meiner Mama gesendet, weil ich liebe dieses Couponing extrem aus Amerika. Also wenn es bei uns geben würde, ich würde es auch machen. Ehrlich, ich würde es auch machen, wenn ich so viel sparen könnte beim Einkaufen. Mein ganzer Keller wäre voll. Ja, ich liebe es. Ich hoffe, dass es irgendwann auch so toll geht wie in Amerika bei uns. Würde mich sehr freuen. Wir kommen dem auf jeden Fall mit diesen ganzen Gratisprodukten immer näher. Ja, insgesamt habe ich jetzt 14 Euro plus, sagen wir mal 6 Euro gespart, ungefähr 20 Euro. Und das ist schon einiges, ob man jetzt 50 Euro ausgibt oder 30, beziehungsweise 50 oder 20. 40 oder 20. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall kann ich die Apps euch nur empfehlen. Also die Rossmann-App, die DM-App und auch die Müller-App kann ich euch nur empfehlen. Edeka gibt es auch immer so tolle Sachen. Oder Lidl Plus-App, die ist auch toll. Da gibt es auch jede Woche was gratis. Habe ich jetzt letztens auch eingekauft und habe ein Wasser und eine Schokolade umsonst bekommen. Also mega. Wir haben hier noch voll zum Couponer. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben geben. Sagt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das Couponing auch schon so ein bisschen betreibt. Würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt mir natürlich auch ein kostenloses Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Einfach unten auf den Abonnieren-Button klicken und dann habt ihr mich schon kostenlos abonniert. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!